Servus Jungs und was geht ab und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es endlich wieder ein neues Video von mir und zwar haben wir das Community Team of the Season SBC Pack heute ab 19 Uhr endlich bekommen. Viele haben darauf gewartet, am Sonntag kam zuerst mal das EFL TOTS, da waren einige schon ziemlich verwundert. Ich habe es aber euch gestern, wer mir auf Instagram folgt, schon gesagt, ich tippe auf eine 84er Bewertung mit einem Team of the Season und genau so ist es jetzt gekommen und man kann auch jeden Community TOTS Spieler eben ziehen. In diesem Video werdet ihr einige davon sehen. Ich habe auf Instagram einfach mal gefragt, wer von euch möchte das Pack denn gerne zusammen mit mir öffnen. Über Twitter könnt ihr mir die Videos schicken oder direkt per Shareplay, dass wir das Ganze dann direkt gemeinsam zusammen aufmachen, damit ihr einfach einige von diesen Packs sehen könnt, weil ja, wie ihr seht, ist das Ganze nicht wiederholbar. Die SBC könnt ihr also nur einmal machen und genau deshalb machen wir die gemeinsam, damit ihr einige davon seht. An dieser Stelle noch der kleine Hinweis, ja, ihr hört wahrscheinlich, ich bin immer noch etwas krank. Leider geht es mir noch nicht ganz so gut, wie ich mir das erhofft habe. Allerdings werde ich das jetzt hier wieder versuchen. Und zwar habe ich das im letzten Video schon angekündigt. Der Stream ist dann leider ausgefallen. Es wird nächsten Sonntag. Das Premier League TOTS kommt am Freitag. Sonntag kommt dann mein Stream. Ab 10.30 Uhr habe ich mir das jetzt mal vorgenommen, dass wir da einen dicken, fetten Stream mehrere Stunden hier rausballern. Ich habe viele Packs gespart, Jungs. Ich habe richtig Bock da drauf. Ich denke mal, es werden auch noch Upgrade-SBCs kommen. Wir werden richtig, richtig viele Packs ballern. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich einige von euch dann am Sonntag um ungefähr 10.30 Uhr im Stream sehen werde. Falls es da noch irgendwelche Änderungen gibt, folgt mir gerne auf Instagram. Hier unten werde ich das jetzt mal einblenden. Dort verpasst ihr auf jeden Fall nichts und da bekommt ihr dann auch immer alles Neueste um mich mit. Um unsere Streams, um unsere Videos, da werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein mit den Community TOTS Packs. So Jungs, wir sind jetzt hier im ersten Account drin. Und der hat direkt mal Onana, den er hier abgeben wird. Ich denke, das wird einigen von euch zu gehen, weil man den ja sich gerade gratis erspielen kann. Und dann ist die SBC gar nicht so teuer. Ich denke mal so 40, 50k, wenn ihr Onana nicht habt, sonst 100k. Also wir werden in diesem Video auf jeden Fall mal sehen, ob sich das Ganze lohnt. So, ein Community TOTS Pack. Ich denke, Ibra ist auf jeden Fall mit Abstand der krasseste Pull. Es ist auf jeden Fall ja mal ein Walkout. Was für eine Flagge haben wir hier? Portugal, wer ist das? Moutinho? 89er Moutinho. Ich denke jetzt mal von den TOTS-Karten eher eine der schwächeren. Vom Rating ist es okay, man kann ihn auf jeden Fall wieder abgeben, aber ich denke nicht, dass man ihn spielen kann. Also auf jeden Fall hier nicht ganz so viel Glück im ersten Pack. Ja, er ist nur 1,70, 70 Stärke. Ist jetzt meiner Meinung nach einer der schwächeren TOTS-Karten auf jeden Fall. So, wir sind hier angekommen beim nächsten Pack. Und ihr seht das euch schon, ich blende das ganz bewusst ein. Hier PS4-Share, Foodlovers. Ihr könnt das Ganze über Twitter teilen, dann einfach mit dem Hashtag Foodlovers. Und dann sehe ich eure Packs, nehme eure Packs auf. So, das letzte Pack war auf jeden Fall für den Julian. Ich habe vergessen, seinen Namen zu nennen. Das nächste Pack ist jetzt hier für Torben. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Auch er hat hier wieder die SBC abgeschlossen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir hier mindestens einmal in diesem Pack Opening den Ibra ziehen. Was für eine Flagge. Deutschland, IV, das ist Süle. Niklas Süle, ich glaube 94 hat der Gute. Na, der hat wohl doch nur 90. Ja, das merkt man einfach, dass ich am Wochenende keine Packs gezogen habe. Absolutes Rating verkackt hier. 90er Süle, denk. Da gibt es auf jeden Fall auch was Besseres, wobei ich fast schon sagen muss, dass er auf jeden Fall besser ist als Moutinho. Ist wahrscheinlich einfach ein bisschen langsam. Hätte auch Ter Stegen sein können. Ter Stegen vielleicht ein Tick geiler, weil einfach als Torwart kann man ihn auf jeden Fall spielen. Aber auf jeden Fall danke Torben an dich, dass du uns dieses Pack hier gesponsert hast. So, das nächste Pack haben wir hier abgeschlossen. Das ist vom lieben Foodtex. Ihr kennt die bestimmt alle von Instagram. Ich bin mal gespannt, was er hier zieht. Er hat auf jeden Fall die Wochenaufgaben noch nicht gemacht. Wir haben hier den Walkout. Ich bin mal gespannt, wann das nächste Mal Schweden kommt. Spanien, wer ist das? Rodri. Das ist Rodri, die Wochenaufgabe. Ja, ich glaube, ganz lustige Story. Ich glaube, Onana und Sissoko hat er bekommen, weil er die Freitag gezogen hat in Gold. So, Jungs, wir sind jetzt hier beim guten Reiko auf dem Kanal. Er hat auch schon in den letzten Streams ab und zu mal ein Pack gesponsert hier. Hat auf jeden Fall ein krankes Team. So Jungs, der gute Reiko macht jetzt sein Pack auf. Ich bin gespannt, wann der erste Ibra kommt. Vielleicht auch ein Telles, ein Ter Stegen wäre natürlich auch krank. Ich bin mal gespannt. Spanien, ZDM, das ist Busquets.
Okay, vom Rating auf jeden Fall eine der besseren, 93er Rating Busquets, aber spielbar ist er mit diesem 58 Tempo absolut überhaupt gar nicht. Also wer seine Screamkarte kennt, die ist auf jeden Fall spielbar. Ich denke, Busquets wird auf jeden Fall in die nächste SBC wandern. Leider auch hier wieder ein SBC-Spieler. So, wir sind jetzt hier bei dem guten Simon auf dem Account angekommen. Auch er macht hier das Totspack. Wie gesagt, die meisten von euch werden das wahrscheinlich mit der Gratis-Wochenaufgabe von Onana abschließen. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht hier mal den Ibra rausziehen können. Einmal Ibra wäre schon krank. So, das Pack geht auf. Ich bin wirklich gespannt, wer jetzt in diesem Pack hier drin ist. Bisher noch niemand ganz krasses Torwart. Nein, das ist wieder Süle. Süle haben wir das zweite Mal schon in diesem Pack-Opening gezogen. Ich weiß es nicht. Kommt natürlich auch immer auf die Stärke des Teams an. Hast du jetzt so ein richtig krasses Team, wirst du mit Süle nichts anfangen können. An sich 90er Bewertung. Selbst wenn er ihn nicht brauchen kann, kann er auf jeden Fall in die nächste SPC wandern. Und ansonsten, ich denke mal, kann ihn auf jeden Fall auch mal testen zu spielen. Jetzt gerade während der Tots-Zeit gibt es einfach immer viele Spieler, die man auch einfach mal testen kann, die von den Stats her auf jeden Fall alle extrem gut sind. So Jungs, wir sind hier auf jeden Fall beim nächsten Food Lovers PS4-Share angekommen. Wir haben bisher leider noch keinen Ibra geholt. Ich würde sagen, das müssen wir hier mal ändern. Ich weiß selbstverständlich nicht, was in diesem Pack gerade drin ist. Dieses Pack geht auf. Ich bin gespannt. Natürlich ist es ein Walkout. Komm schon, Spanien, schon wieder Busquets, oder? Das kann nicht wahr sein. Wir ziehen hier zweimal Süle und zweimal Busquets. Ich meine, Busquets ist eine Barca-Legende, keine Frage. 93er Rating, auch gut. Leider haben wir es hier nicht geschafft, einen Ibrahimovic zu ziehen. Und einfach, weil meine Gesundheit noch nicht auf dem höchsten Level ist, ich muss die ganze Zeit schon hier husten. Werde ich das Video hier an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Packs zeigen. Ich denke, die SBC lohnt sich auf jeden Fall. Ihr müsst einfach Onana abschließen. In den Wochenaufgaben müsst ihr mit Squad Battles irgendwie 8 Tore vorbereiten oder so. Das ist ganz, ganz easy. Dann könnt ihr die SBC machen. Ihr könnt mir gerne eure Videos auf Instagram schicken. Ich werde dazu kein zweites Video machen. Und jetzt möchte ich euch auf jeden Fall nochmal dran erinnern. Sonntag, 17 Uhr, ist zu spät, weil der Stream fängt um 10.30 Uhr an. Er geht wahrscheinlich so 2-3 Stunden, je nachdem, wie viele Packs da sind. Natürlich auch, ob Upgrade Packs sind oder nicht. Die Weekend League muss auf jeden Fall leider jetzt auch wieder durchgehustelt werden, weil es eben Tots Rewards gibt. Und für alle, die da noch kurz Fragen haben, es wird diese Woche keine Tots Rewards geben. Ab nächste Woche wird es aber dann Tots Rewards geben. Die Team of the Week Packs werden alle zu Tots Packs mit der gleichen Anzahl. Die Picks werden etwas komplizierter, auch zu Tots Picks. Das Ganze könnt ihr in meiner Story nochmal nachlesen. Falls ihr da Fragen habt, könnt ihr mich dazu natürlich auch gerne nochmal auf Instagram oder hier auf YouTube direkt kontaktieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Man merkt bestimmt, dass ich noch nicht ganz fit bin und dieses Video hier halb krank mache. Ich hoffe, es gefällt euch natürlich trotzdem. Ich bin raus von diesem Video, Jungs. Macht's gut. Wir sehen uns Sonntag im Stream. Hoffentlich wieder gesund und munter. Macht's gut, bleibt fit und ciao.